Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Heute Nachmittag steht in der Tat ein sehr wichtiges und uns alle und die Weltbevölkerung bewegendes Thema auf der Tagesordnung. Und wir haben es in den zahlreichen Anträgen, die heute Nachmittag debattiert werden, häufig mit dem Begriffspaar globale Gesundheit und Corona-Pandemie zu tun. Zwei schneidende Kreise, die nicht deckungsgleich sind, die allerdings auch zu einer seriösen Debatte teilweise voneinander unterschiedlich behandelt werden. Und ich finde es ehrlich gesagt schon etwas ärgerlich, wenn hier auch vom Kollegen Ottmar von Holz der Eindruck erweckt wird, so wie auch in den Anträgen, dass bisher die Arbeit auf diesem Sektor nur darin bestanden hätte, dass wir die Hände schicksalsergeben in den Schoß legen und dem Geschehen ihren Lauf lassen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Und wenn ich alleine auf die Politik im Kontext der globalen Gesundheit schaue, haben wir seit 2013 eine ständig zunehmende Befassung mit diesem Thema, damals mit einem ersten Konzept, globale Gesundheitspolitik stärken, gemeinsam handeln, Verantwortung wahrnehmen, und dies mündete jetzt im Oktober letzten Jahres in der globalen Gesundheitsstrategie. Der Deutsche Bundestag hat sich einen Unterausschuss globale Gesundheit gegeben. Das BMZ hat im vergangenen Jahr als spontane Reaktion auf die Corona-Krise ein umfangreiches Corona-Sofortprogramm aufgelegt, und der Haushalt des BMZ wächst ständig auf. Wir sind diesem Thema zugewandt. Wir bemühen uns intensiv, Fortschritte zu erzielen. Nur die Stärkung von Gesundheitssystemen, die die Grundlage und das Fundament für eine gute Versorgung sind, ist ein Marathon und kein Sprint. Demgegenüber haben wir es bei der Pandemie mit einer hochakuten Notlage zu tun, der wir uns mit den geeigneten Mitteln widmen müssen. Und ich denke, es ist eine vollkommen verfehlte Darstellung. Das muss ich sagen. Es ärgert mich schon und treibt mir die Zornesfalten auf die Stirn, dass in Ihrem Ausgangsantrag von Mai 2020 der Einleitungssatz stand, dass die Covid-19-Pandemie schonungslos offengelegt habe, welche Fehler in der Vergangenheit in der globalen Gesundheit gemacht wurden. Das ist schlichtweg falsch, weil die Pandemie ein Ereignis historischen Ausmaßes sind, beispielslos, und wir uns täglich die Erfolge dagegen erkämpfen müssen. Aber noch wesentlich ärgerlicher ist es, wenn dann der Eindruck erzeugt wird, dass man gegen die Probleme, die ja offenbar die Kollegen von den Grünen und den Linken seit Ewigkeiten kennen, mit einem Allheilmittel beseitigt werden kann. Und dieses Allheilmittel besteht wie in der Regel zunächst mal darin, dass die Finanzmittel quotenmäßig erhöht werden, darüber hinaus die Vergemeinschaftung geistigen Eigentums erfolgt und natürlich die Privatwirtschaft und die Aktivitäten privater ausgeschlossen werden sollen, weil man ihnen ja zweifelhafte Motivationen unterstellt. Das ist schlichtweg eine verfehlte Herangehensweise an eine hochkomplexe Materie. Und der wirkliche Weg zu einem Erfolg besteht darin, die internationalen Akteure koordiniert zusammenzuführen und arbeiten zu lassen. Lassen Sie mich ganz kurz nur einige wenige, die heute schon genannt worden sind, der Akteure aufzurufen. Die WHO, GFATM, Gavi, ACT-A, COVAX, alle sind schon mehrfach genannt worden. Jetzt zuletzt mit jüngst COVAX mit seiner Aufstockung um 1,5 Milliarden alleine durch die Bundesrepublik Deutschland und die USA haben Mittel angekündigt. Das sind die Methoden, mit denen wir uns diesen Herausforderungen widmen müssen. Und das Entscheidende ist aber auch, dass die Rahmenbedingungen neben der reinen Beschaffung, dem Erwerb und der Verteilung des Impfstoffs gewährleistet sind. In der gestrigen Anhörung, gestern Nachmittag zum Thema der Patentrechte, ist uns geschildert worden, dass es unter anderem eine wesentliche Voraussetzung ist, dass vor Ort Impfzentren oder Impfmöglichkeiten, aber vor allen Dingen auch die notwendigen Spritzen vorhanden sind. 5 Milliarden spezieller Spritzen fehlen zurzeit noch, und auch da ist UNICEF federführend und vorausschauend unterwegs und hat gestern die ersten Lieferungen vom Zentrallager in Dubai zu den Malediven auf den Weg gebracht. 30 weitere Länder werden kurzfristig mit Spritzen versorgt.
Und aus gegebenem Anlass, lieber Herr Dr. Kessler, Sie reizen mich immer wieder mit diesem Thema, muss ich noch mal was zum Thema der Impfstoffe sagen. Gestern haben wir in der ausführlichen Anhörung substanziert vernommen, dass die Produktion des BioNTech-Pfizer-Impfstoffs eben nicht eine normale chemische Tätigkeit ist, sondern ein hochkomplexer Prozess. 160 Substanzen, größtenteils ebenfalls patentgeschützt, knapp teilweise in der Lieferkette, 450 Schritte der Qualitätssicherung, 70% des Produktionsprozesses bestehen aus Qualitätskontrolle, Fit und Finish, Verpackung, Logistik, entsprechender Belehrung in der Verarbeitung sind wesentliche Bestandteile des Produktions- und Vertriebsprozesses. Und das geht eben nicht durch jeden und jedermann, sondern es geht nur durch Spezialisten. Also suggerieren Sie doch bitte nicht der ganzen Welt, es reicht, wenn man auf dem Schreibtisch zwei Reagenzgläser, eine Zentrifuge und einen Bunsenbrenner stehen hat und die Patenturkunde an der Wand hängt. Auf diese Art und Weise kann ich keine Premium-Projekte herstellen. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage? Ja, aus der Fraktion der Linken, von dem von Ihnen angesprochenen Kollegen. Bitte schön. Der mit dem Bunsenbrenner. Vielen Dank, Herr Dr. Kippes, dass Sie die Frage zulassen. Also ich höre den Vortrag, den Sie uns gerade gehalten haben, den höre ich jetzt seit 3 Monaten. Der Gesundheitsminister erhält ihn uns auch immer wieder im Gesundheitsausschuss, wie schwierig und kompliziert es ist, diese Impfstoffe herzustellen. Aber meinen Sie nicht, dass es besser wäre, anstatt immer zu erzählen, welche Schwierigkeiten es macht, tatsächlich zu handeln, die Lizenzen freizugeben und dann tatsächlich mal zu ermöglichen, dass die Produktionskapazitäten erhöht werden? Sie erzählen uns hier die ganze Zeit, dass Sie auf Freiwilligkeit setzen, anstatt auf Zwang. Dann erklären Sie uns doch einmal, warum Sie mit dem ersten Bevölkerungsschutzgesetz sich selbst dem Gesundheitsminister die Möglichkeit gegeben haben, die Unternehmen zu zwingen, Zwangslizenzen zu vergeben. Warum haben Sie dieses Gesetz geschaffen, wenn Sie jetzt sagen, wir machen das alles freiwillig und dass es nicht funktioniert? Das erleben wir doch. Sehen Sie sich doch die Impfquoten an in Deutschland. Sehen Sie sich doch an, dass der gesamte afrikanische Kontinent so gut wie keinen Zugang hat. Und hören Sie auf, uns hier diese Märchen zu erzählen. Verehrter Herr Kollege Dr. Kessler, also zunächst mal Ihre Erregung und Aufregung verstärkt die Argumentationskraft Ihrer Worte nicht. Und wenn Sie gestern bei der Anhörung wirklich aufmerksam zugehört hätten, also körperlich anwesend waren Sie ja, Sie haben sich aber dann etwas gelangweilt im Sessel zurückgelegt, haben wir von 2 Sachverständigen substanziell gehört, dass zurzeit überhaupt keine Produktionsprobleme bestehen, sondern die Produktionsabläufe auf Hochtouren laufen, beziehungsweise nach der entsprechenden Aufrüstung der vorhandenen Anlagen. Lassen Sie doch erst mal gerade zuhören. Das Schwierige an der Frage ist, dass man dann auch mal zuhören muss, Herr Kollege Dr. Herr Kollege, bitte. Das macht die Sache vielleicht in der Debatte einfacher. Ich bringe es aber zum Schluss. Jedenfalls ist auf die Kernfrage, die gestern mehrfach gestellt worden ist, die Aussage getätigt worden, durch die Freigabe der Patente würde auf absehbare Zeit keinerlei Steigerung der Produktion zu erwarten sein. Gut, das war jetzt die Antwort. Sie können das setzen, war die Herr Kollege. Antwort, und nun geht's weiter. Ich komme dann auch fast schon zum Schluss. Die weitere Erkenntnis, die wir gestern sammeln konnten, war die Tatsache, dass es bereits seit über 250 freiwillige Partnerschaften zur Produktion des Impfstoffes gibt. Und insofern ist auch ganz wichtig, ist, dass wir diese Freiwilligkeit im Rahmen der weiteren Maßnahmen unterstützen, beispielsweise auch bei der Umrüstung von vorhandenen Produktionsanlagen im Rahmen dieser Freiwilligkeit Hilfe leisten und auch gegebenenfalls Finanzierungsmodelle zur Verfügung stehen. Und wie wichtig das Thema Qualität und Qualitätssicherung ist, sehen wir doch gerade hautnah an AstraZeneca. Diese Diskussion, die wirklich auf ganz hohem Niveau geführt wird, führt schon dazu, dass das Produkt kritisch betrachtet wird. Wir halten also abschließend fest, dass wir seit Jahren eine steigende Kurve der Aktivitäten und auch des Erfolgs auf einer zugegebenermaßen noch langen Strecke der Verbesserung der globalen Gesundheit sehen. Ihre Anträge bedarf es nicht. Deshalb können wir uns wieder unserer verantwortungsvollen Arbeit zuwenden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr schön, Herr Kollege Dr. Kippels.
Nächster Redner ist der Kollege Dietmar Friedhoff, AfD.